Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Sonic Unleashed. Ganz genau, im letzten Part waren wir hier angekommen. Wir haben wieder einen Kontinent hergestellt und haben ganz viele Zwischensequenzen im letzten Part erlebt. Und jetzt müssen wir wieder nach Spagonia und den Professor aufsuchen. Und wir hatten im letzten Part auch den Kampf gegen den Dark Gaia Phoenix. Der war mega. Und den kleinen Minibus. Also ganz viel. So, und jetzt gehen wir ins Pickel-Labor. Auf geht's. Du lieber Himmel! Der Dark Phoenix ist erschienen. Die Ereignisse entfalten sich genau wie in den Gaia-Manuskripten beschrieben. Interessant. Die weitere Studie der Gaia-Manuskripte hat neue Infos ergeben. Deine nächsten Reiseziele sind Spagonia und Shannan. Die Einzelheiten erfährst du von der Bevölkerung. Also Sonic, die Uhr tickt, setz dich in Bewegung. Spagonia. Also hier gleich. Gut. Wie sehr hast du den Mond dafür von Luciano erhalten? Bist schon durch die Tür gegangen? Dann seid ihr am Ende die Auserwählten. Und wenn das stimmt, brauche ich nichts mehr zu sagen. Nimm einfach diese Tafel. Ich bin sicher, du weißt mittlerweile, dass Lucia und ich die Hüter des Gaia-Tempels sind. Wir müssen nicht nur den Tempel schützen, sondern ebenfalls den Auserwählten helfen. Finde sämtliche Gaia-Tempel und mach Dark Gaia einen Strich durch die Rechnung. Sonnentafel des zweiten Kontinents erhalten. Hurra! Wir machen wohl von hinten nach vorne. Auf zum Schreien. Im letzten Part haben wir den dritten Kontinent hergestellt. Ne, den vierten Kontinent hergestellt. Jetzt machen wir den zweiten. Zweiter Tempel. Ja, wir waren aber schon im dritten. Oh Gott. Sonja. Okay. Das kann eigentlich sehr schnell gehen. Sagte er. Nein, das muss schnell gehen. Wir haben ein Zeitlimit, also auf geht's. Bei Taglevin ist immerhin die Zeit gegen uns. Und nicht für uns. Also auf geht's. Rooftop Run. Here we go! Oh Gott. Auf geht's. Die Kamera. Okay. Einfach laufen. Oh, aha. Laufen. Was? Der Schild bringt euch nicht, diese Gegner. Später.
Aua. Halt. Okay. Den haben wir. Alles klar. Hier. Okay. Cool. Oh. Und Zapsa. 2D. Perfekt. Ach, wir können einen Wandsprung. Hatten wir das jetzt gesagt? Okay. Was denn schaffen? 2 Minuten 50. Okay. Ja, ist der Level noch? Kann nicht mehr so lang sein. Die Zeit jetzt schon so rumnervt. Oh Mann. Hua. Was? Okay. Das. Geheimdokument 7 freigespielt, Geheimdokument 6 und eine geheime Mission 2, die hier zur Sonnentür. Eine geheime Mission? Doch, guck mal. Und dann mal zu gegebener Zeit nach. Komm schon. Sammle 200. Klar. Klar. Machen wir glatt. Das ist klar. Wow. Nimm den Boost doch mit. Oh Mann, da ist der ganze Ringparade verpasst. Warum? Warum? Warum zählt das die ganze Zeit mal für mich? Also echt. Okay. Okay. Danke.
Hä, wie? Auch immer Regen. Kann ich gleich von vorne weggehen. Abgezählt, kannst du gleich wieder machen. Nee. So, ja. Jetzt nimm diese Ringe mit. Dumm nicht. Und saft. Also wie ich einfach machen, das ist wild Sonic. Stopp. Halt. Ah. Schon. Als ob Zeit. Klar. Bestimmt. Not my best run. Also die Zeit ist echt knapp. Das machen. Bestimmt. Abgezählt oder was? Wozu gibt es solche Missionen als Hauptmission? Das ist nichts Besseres eingefallen. So.
so soll man das machen, okay. Oh, Sonic, hör auf damit! Mann. Nervt. Was? Komm! Als ob ich das noch in 20 Sekunden schaffe, weißt du. Gerecht. Das statt liegen. Hab ich den jetzt? Jetzt hoffen. Aha. Aha. Sieht schon besser aus. Schneller machen sollen. Okay, gerade so. Geschafft. Oh. Tafelfragment. Endlich eine Mission, eine Mission. Wir waren schon an allen möglichen Orten, aber niemand kennt mich bisher. Nächste Haltestelle wieder mal schon ein Bus und ein Hilfe. Auf geht's. Aber ich würde sagen, das sehen wir dann im nächsten Part. Also, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Schaltet wieder einen Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Und Meinung in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.